Es gibt einen Schauspieler, den ich wirklich Rollen geschrieben habe, extra für die Wilde Maus, weil ich ihn unbedingt drinnen haben wollte. Und das ist der Muratan Muslu, weil ich Risse im Beton gesehen habe im Kino. Und ich war so fasziniert von ihm, dass ich mir gedacht habe, ich will ihn im Film haben. Und so ist diese Figur entstanden, dieser Kreditunternehmer, der in Wirklichkeit ein bisschen Krediteintreiber ist. Und zuerst die Wilde Maus verpachtet und dann den Georg berät, dass er da wen vorbeischicken kann von seinen Leuten, die ein bisschen mit dem Chefredakteur reden. Ich bin sehr, sehr froh, dass er das gemacht hat, weil es ist ja nicht so eine große Rolle. Und ich finde, dass er sie großartig spielt. Der hat nur zwei Szenen, aber du merkst dann. Komm. Geh, Mulle. Bitte.